herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialsendung von Politcast Uri. Vor 150 Jahren hat man den Kanton Uri nur über das Wasser und mühsame Bergwege erreichen. Heute verbinden die Bahn und die Strasse den Norden und den Süden. Über 35'000 Leute leben heute in unserem Kanton. Pulsierende Städte wie Zürich und Luzern mit interessanten Wirtschafts- und Lebensräumen sind schnell erreichbar. Die Eröffnung der NEAD wird einen weiteren Mobilitätsschub mitbringen. Warum soll man also ausgerechnet im Kanton Uri wohnen und arbeiten? Diese Diskussion leitet Christian Arnold und Elias Bricker. Stefanie hat es schon angetönt. Wie kann der Kanton Uri mit der Entwicklung von diesen Wirtschaftsräumen wie Zürich und Luzern mithalten? Länger ein paar Millionen, wo wir in eine Eischache stecken und in die Entwicklung eines Bahnhofs? Oder machen die Millionen überhaupt Sinn? Über solche Fragen werden wir jetzt die nächsten 15 bis 20 Minuten diskutieren. Und ich darf vier sehr interessante Gesprächsgäste begrüßen. Das wäre zuerst der Fabian Rieder von der JUSO und SP. Er lebt in Altdorf und arbeitet in Luzern und ist angehender Raumplaner. Danke, Fabian. Dann haben wir Nicole Katri. Sie ist Landrätin. Sie ist Ingenieurin, arbeitet in Luzern und wohnt auch in Altdorf. Dann haben wir den Flavio Poletti. Danke, Flavio, dass du hier bist. Er ist angehender Raumplaner. Und schlussendlich noch der Fabio Affentranger. Er lebt in Altdorf und ist Optiker. Danke vielmals, dass ihr euch kurz Zeit nehmt. Zuerst einmal, Fabian, wieso sollte man im Kanton Uri arbeiten? Wieso gerade hier in diesen Bergen? Ja, das ist natürlich eigentlich geografisch sehr gut gelegen, der Kanton Uri. Das darf man nicht vergessen. Wir sind an der Nord-Süd-Achse. Wir sind schnell im Süden und schnell im Norden. Wenn die NEAD kommt mit dem Haltau und dazu in den zugesicherten IC-Halten, haben wir sehr schnelle Verbindungen in die Städte. Also auf Zürich und auf Luzern haben wir mit dem Zug ist man deutlich schneller. Der Teilbus, der vorhanden ist, ist man auch in einer halben Stunde. Mit dem ÖV in Luzern. Also wir sind recht nah. Und wenn man natürlich die Distanzen anschaut, die in der Schweiz herrschen, ist natürlich nichts gegenüber von Ausland, wo da teilweise stundenlang an Arbeitsort hingefahren wird und zurück. Also da sind wir sehr glücklich und es braucht auch überall Arbeitsplätze und überall wohnen. Man kann nicht nur an einem Ort alles konzentrieren und der Kanton Uri soll nicht eine grüne Oase werden, sondern wir werden hier weiterhin attraktive Arbeitsplätze anbieten, auch hochqualifizierte Arbeitsplätze, damit auch der Urner vor Ort arbeiten und leben. Ich möchte die Frage an dir weitergeben, Nicole. Du bist ein Prototyp von einer Urnerin, gut qualifiziert, wohnst hier, aber arbeitest in Luzern. Wieso? Ich habe die Stiftung gemacht im Kanton Uri und habe dann studiert. Und dann habe ich für mich selber entschieden, dass mal zuerst einmal außerhalb des Kantons mal so meine Sporen abzuverdienen in Bezug im Beruflichen. Zugleich bietet der Kanton Uri ein sehr schönes Naherholungsgebiet, wo wenn man vielleicht in einer grösseren Stadt wohnt, vielleicht dann hat man es eine halbe Stunde fahren, bis man dann irgendwo in einem Waldgebiet ist, wo man da eigentlich gerade mehr oder weniger fast aus dem Haus kann gehen und das eigentlich gerade da vorfindet. Ja, Flavio, es ist so, wer will arbeiten, wer will angenehm wohnen, muss schnell an einen Ort herkommen. In den 70er Jahren, ich habe es mal abgecheckt, haben wir ungefähr 6'000 Autos im Kanton Uri gehabt. Jetzt, 40 Jahre später, sind wir schon bei knapp 30'000. Wir reden von A2-Anschluss, Schächenspangen. Haben wir da die letzten 40 Jahre etwas verpasst? Es ist ja nicht einfach von heute auf morgen eine Vervierfachung von Autos gekommen. Ich würde sagen, ja. Also in der Raumplanung und in der Verkehrsplanung hat man in den letzten 40 Jahren schon ein bisschen geschlafen. An uns Rücksicht auf verschiedenste Bevölkerungskreise hat man Planungen nicht angegattigt und man hat auch nicht so Visionen gehabt, was in diesem Unterland oder eigentlich im ganzen Kanton sich passieren soll. Und dass jetzt eigentlich so grosse Würfe kommen, ist ein bisschen auf das zurückzuführen, dass man das ein bisschen verpasst hat. Ja. Man hat keine Visionen gehabt, hat man sie denn jetzt? Also ich finde, der Entwicklungsschwerpunkt Eischach am Bahnhof, das ist eine Vision. Man hat ja die Skizze gesehen mit den sehr grossen Plätzen und Alleen und Fabrikgebäuden. Ob das denn alles kommt, das weiss ich nicht, aber ich finde es wichtig, dass man mal sich überlegt, oder dass sich die Regierung überlegt, was soll mit dem Kanton werden. Und dass man da nicht einfach wieder ein bisschen wartet und das kommt dann schon gut. Ich möchte zuerst gerade bei dem regionalen Gesamtverkehrskonzept bleiben. Was für ein Wort, Fabio. West-Ost-Verbindung, auch bekannt als Schächenspanne. Ist das ein Probatsmittel? Ist das gut?
Ja, also momentan ist ja nicht ganz klar, wie es nachher rauskommt. Es gibt von überall ein bisschen Einsprachen und dort will man noch etwas optimieren machen. Schlussendlich muss man abwarten und schauen, wie es nachher die Endplanung aussieht. Und dann kann man entweder sagen, es ist gut oder es ist halt weniger gut. Wir haben ja vier Varianten. Einerseits Variante Nord, Variante Süd, Variante Tunnel oder eben Variante Querung. Das wird im Moment vom Regierungsrat forciert. Variante Querung, wahrscheinlich kommt das auch. Ist das für dich nicht eine gute Variante? Es ist natürlich nachher, das ist die Variante, die sie sagen, aber nachher muss man schauen, was nachher im Dorfhalter passiert, die anderen umliegenden Dörfer, wie es nachher überhaupt die West- und Ostverbindung nutzen wollen. Und dann muss man schauen, ob es gesamteinheitlich Sinn macht oder nicht. Flankierende Massnahmen, ist das ein Thema für die SVP? Selbstverständlich, wenn wir die flankierenden Massnahmen anschauen. Also was da teilweise geplant ist, ist überhaupt nicht akzeptabel auf unserer Seite. Ja, die SP, was sagen ihr zu einer West-Ost-Verbindung? Können sie uns heute noch leisten, für 22 Millionen eine Strasse mitten durch ein Naherholungsgebiet zu schlagen? Also man muss natürlich sehen, dass wir die Alarmwerte überschreiten von Luft- und Lärmbelastungen in den bevölkerungsreichsten Regionen des Kantons Uri. Das ist eigentlich so Altdorf, Bürgle, Gimi und Schattdorf, oder? Da werden die Werte überschritten. Und das muss man vom Gesetzesauftrag her nur schon angehen. Und dass auch die Verkehrssituation im Kanton Uri, also in Altdorf unten, nicht tragbar ist, das ist ein klarer Fall. Und ich glaube, wir brauchen darum auch eine Straße. Also die SP hat noch nicht eine offizielle Parole. Meine persönliche Meinung ist aber, dass man die West-Ost-Verbindung braucht. Und ich finde auch die angedenkte Lösung von Markus Züstedt, dass eine Baudirektion, ist eine sinnvolle, die ich auch mittragen kann. Und man muss sicher einfach auch schauen, dass die betroffenen Quartiere möglichst geschützt werden, dass man denen auch Möglichkeiten gibt, sich nicht mit mehr Lärm und Luftbeschmutzung zu belasten, weil das ist nicht das Ziel, dass man das einfach verlagert, diese Belastungen, sondern sie sollen auch können weiterhin gut leben und wohnen vor Ort. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, die Grenzwerte werden überschritten, jetzt tut man es einfach dann noch ein bisschen verteilen mit einer Schachenspange. Es gibt ja dann nicht weniger Abgas. Ja, es kommt natürlich immer auch darauf an, bei Abgas ist auch Stau und wie der Verkehr fließt, sind die grossen Einflüsse. Auch mit dem Lärm oder An- und Abfahren, also Stop and Go, das ist recht problematisch. Und so Sachen können wir eigentlich mit einer Umfahrung lösen. Also man muss das Ganze ja sehen, es ist ja auch eine Verbesserung vom ÖV und es gibt einen Halbanschluss an A2. Das ist ein Gesamtpaket, entweder kommt das alles oder es kommt eigentlich nichts. Und wenn man das alles so, wie es jetzt angedacht ist, entwickelt und auch die Arbeitsplätze mit mehr Sachen hin schafft, könnte ja sehr eine interessante Vision für den Kanton Uri sein, wo man auch eigentlich den Verkehr wirklich umlegen kann, wo auch den Sinn macht, die neue Straße zu fahren. Und was einfach sehr wichtig ist, ist, dass man flankierende Massnahmen macht, und zwar auch solche, die greifen. Und das wird auch eine grosse Schwierigkeit sein von dieser West-Ost-Verbindung. Schlussendlich wird das ein alter Fuss sehen. Und was wird dort gehen? Flankierende Massnahmen als Stichwort, Nicole. Du in Altdorf, steht uns ein autofreies Altdorf bevor, oder wie sieht das aus? Was es denn wirklich wird sein, ich denke, das wird, muss jetzt noch die Diskussionen, die jetzt stattfinden, zusammen mit dem Gewerbe, zusammen mit der Bevölkerung, mit den Gemeinden, das wird sich noch zeigen. Die Frage ist, ob wirklich autofrei sinnvoll ist oder komplett realisierbar. Das mache ich im Moment ein Fragezeichen. Wärst du dafür? Persönlich bin ich nicht, nein, bin ich nicht dafür. Nein. Muss schließlich auch noch irgendwie einkaufen auf Alter, oder? Also, es ist ja nicht in dem Sinn, dass wenn es ein Auto frei würde geben, dass ja Altdorf nicht mehr erreichbar ist, sondern es soll ja zu jedem Zeitpunkt auch gewähr sein, dass man von jeder Seite eigentlich auch auf Altdorf hinkommt. Und man will ja nicht Altdorf unten irgendwo, sagen wir, der Fröhlerstrasse abschneiden und dann oben im Gimmi wieder den Dellriegel schieben, dass es da gar nicht mehr läuft, sondern man hat ja dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln selbst erreichbar sein. Man soll aber auch den Zugang über in Winkel hinten soll er dann auch offen bleiben. Also es ist ja nicht in dem Sinne verkehrsfrei, wo dann heisst, das Auto bleibt draußen. Flavio, du als angehender Profi-Raumplaner, gibt es denn noch andere Varianten als die West-Ost-Verbindung? In welcher Form jetzt auch immer? Jetzt liest man einfach West-Ost-Verbindung, sieht die Skizze, denkt, ja, das passt irgendwie da noch durch. Könnte man sich auch noch etwas anderes vorstellen? Ja, das wäre jetzt ein bisschen tragisch, wenn ich jetzt dir sofort eine andere Variante sagen könnte, nachdem der Kanton mehrere Jahre daran gearbeitet hat. es ist ja so, eben weil man das ein bisschen verpasst hat, die Korridor für eine Umfahrung früher auszuscheiden, gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel anders, wo man Altdorf umfahren kann. Es hat noch eine Variante mit einem Tunnel bergseitig.
Aber das kostet alles zu viel und schlussendlich entlastest du da Alter nicht wirklich. Aber du redest jetzt ja nur von Alter. Was ist das? Geht es da nur um Alter für diese Diskussion? Ja, grundsätzlich. Ich finde das immer ein bisschen heikel, wenn man das nachher so auf Gemeinden bezieht, wenn man sagt, was habe ich denn, hätte ich Häuser davon, wenn die Altdörfer entlastet werden. Ich finde, erstens muss man das im Talboden ein bisschen grossräumiger sehen. Also es gibt nicht mehr viele, die nur nicht in der eigenen Gemeinde arbeiten, in der eigenen Gemeinde ausgehen, gehen, in der eigenen Gemeinde wohnen. Und das andere ist, die belasteten Bereiche sind meistens halt das Altdorf, eben mit einem Kollegen oben und Schattdorf. Und das muss man, da kann ich jetzt ein bisschen drum herumreden und einfach bevölkerungsreiche Teile sagen, aber es geht eigentlich schon um das. Es ist ja nicht so, dass andere Gemeinden... Du hast den Kopf geschüttelt, Nicole. Es geht offensichtlich mal eine Runde um Altdorf. Altdorf für nachher weniger Belastung haben. Altdorf für umfahren. Was ist mit Schattdorf, Flüelen, Erschfeld? Ich würde es jetzt eben auch nicht wirklich nur auf Altdorf beziehen, sondern es geht um die Entwicklung vom unteren Urner Talboden. Ja, wenn, und dort, für die Entlastung geht es schon für die Entlastung schon, aber es geht... Das andere ist das ganze Projekt geht ja eigentlich um die Entwicklung vom Urner Talboden. Und dort merkt man jetzt einfach wirklich, das ist der Gemeindegeist, der herrscht. Es ist entweder alle Kleinen gegen die Grossen und die Grossen bekommen so oder so immer zu viel. Ich denke, von dem muss man sich generell ein bisschen lösen, sondern es geht darum, dass wir den Kanton weiterbringen wollen und dass sich der Kanton ja soll entwickeln soll. Und egal, ob es jetzt Altdorf, Schattdorf, Erstfeld, Flüelen, ich müsste jetzt alle Gemeinden aufzählen, damit ich wirklich politisch korrekt werde, damit ich alle wieder mitbeziehe. Aber es geht darum, dass sich der Kanton weiterentwickelt und dass es das Wohn- und das Arbeitsumfeld für Kanton Uri im Generellen besser wird und dass wir uns als Kanton stärken können. Ja, Fabian, der Züst hat gesagt, die ausgewählte Variante sei ein Kompromiss zwischen Wohnen, Wirtschaft und Natur. Trifft die Aussage für dich zu? Ich glaube schon, ja. Ist das eine ausgewogene Lösung? Es ist auch, wie der Flavio gesagt hat, es gibt gar nicht mehr viel mehr Möglichkeiten. Man hat das verpasst und jetzt muss man eigentlich mit dem, was man noch machen kann, etwas machen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, hat die Regierung eigentlich das sehr sauber evaluiert und hat eigentlich die beste Lösung genommen. Und das ist ja eben ein Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden. Also das geht um den ganzen Talboden im Kanton Uri. Und wenn wir hier nicht etwas machen können, sollte es eigentlich nicht eine Gemeindegrenze sein, die dann heisst, ja, ihr kommt wieder um mir. Das ist eine recht mühsame Diskussion, weil wir sind hier nicht 35'000 Einwohner im Kanton. Und ich glaube, wir versuchen, dass wir gemeinsam können, einen guten Lebensraum haben, dass wir gemeinsam unsere Vorteile und Stärken nutzen und die Schwächen auch beheben und dass wir das gemeinsam erreichen, weil schlussendlich ohne Altdorf haben auch alle anderen Gemeinden ein Problem und sie fahren auch auf Altdorf zum Posten, also auch ein Schattdorfer, der auf Altdorf Posten arbeiten, profitiert davon, auch sogar jemand, der viel weiter weg wohnt. Also wir haben hier eine Lösung, die schlussendlich allen zu gut kommt. Und die Entwicklung um den Bahnhof herum ist einfach auch Raumplan, ist wirklich sehr sinnvoll. Es ist einzonendes Gebiet. Wir können dort grossflächige Entwicklung lancieren. Was einfach wichtig ist, dass der Kanton auch die Infrastruktur bereitstellt. Das heisst, dass Strassen und Erschliessungen sichergestellt werden von Kantonsseite her. Weil ja, schweizweit wird es in den nächsten Jahren nicht grosse Bauzonenausscheidungen geben. Das ist jetzt recht sistiert in Annahme des neuen Raumplanungsgesetzes. Und der Kanton Uri hat dort eine hervorragende Lage, super Bauland, wo man aktivieren könnte. Und, ja, du hast das Stichwort geliefert, Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden. Auch hier, was für ein Wort, so ein Entwicklungsschwerpunkt. Du als angehender Raumplaner, kannst du das gerade mal ein bisschen erläutern? Das ist eigentlich ein Werbewort. Ich weiss jetzt nicht, was da mehr dahinter steckt. Es geht nur darum, dass man da mal so ein Konzept macht, wo der Kanton gemerkt hat, da hat man Bauland, das kann man brauchen. Also es ist gerade beim Bahnhof zu sagen, mit der NEAD wird der Bahnhof umgebaut. Da kann man jetzt endlich etwas angehen. Und der Entwicklungsschwerpunkt ist einfach ein Oberbegriff. Ja, die öffentliche Hand soll 12 Millionen beim Bahnhof Altdorf investieren und im Gebiet Aischachen gegen die 2 Millionen. Fabio, ist das eigentlich am Kanton seine Aufgabe, für Arbeitsplätze im Kanton Uri zu arbeiten? Bedingt. Selbstverständlich muss er etwas dafür machen, dass Arbeitsplätze da bleiben. Er kann nicht einfach wegschauen und sagen, es ist egal, wenn Arbeitsplätze verschwinden oder nicht geschaffen wird. Aber man muss immer schauen, was bringt die Millionen, um zu investieren, ob das überhaupt nachher relevant ist.
Aber zuerst möchte ich mal der anderen Partei danken. Sie haben schon zweimal erwähnt, dass man es verpasst hat, etwas zu machen. Ich muss einfach sagen, die SVP ist noch nicht so lange im Regierungsrat. Eure Partien sind schon relativ lange dabei. Also haben sie eure Regierungsrat wohl verpasst, etwas zu machen. Ja, ich nehme eine persönliche Mitschuld. Selbstverständlich. Also von dem her ist es jetzt halt so, wenn man nicht mehr viel machen kann, wenn man halt nicht mehr viele Varianten hat, wenn wir es alleine machen und nachher dann... Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es eine katastrophale Notlösung ist. Also ich finde auch, dass es... Das ist eine gute Sache. Und wir sind natürlich froh, dass jetzt der Heiland erschienen ist. Das Ziel ist ganz klar 100 neue Arbeitsplätze und attraktive Wohnlage. Wer bitte sehr soll eigentlich ankommen? In den 90er Jahren haben wir 35'000 Einwohner gehabt. Jetzt sind wir glaube ich auch noch bei 35 oder 36'000 Einwohner. Also es hat sich die letzten 20 Jahre nichts verändert. Und jetzt aufs Mal soll plötzlich Tausende von Arbeitsplätzen mehr geschaffen werden und mehr Leute hier wohnen. Ja, wie kommt die an? Die Agglomerationen in den anderen Städten sind teilweise halt mittlerweile mit den Preisen auch schon höher. Oder? Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie von Luzern 5 Minuten ins nächste Dorf kann, die Preise wie früher. Die sind gestiegen und darum ist jetzt halt Uri vielleicht schon nachher irgendwo mal ein Kanton, wo man sagt, dass man noch faire Mietpreise und kann mit dem Teilbus, mit dem Zug etc. innerhalb von kürzester Zeit auf Luzern arbeiten. Trotzdem, wenn man die Angst hat, dass jetzt die Mietpreise hier aufgehen? Sie sind sicher schon ein bisschen aufgegangen, aber ich denke, momentan haben wir nicht grosse Angst. Wir haben jetzt nicht extreme Zuwanderung mittlerweile. Also von dem her denke ich weniger. Ja, man muss natürlich sehen, dass der Kanton Uri in den letzten 20 Jahren, was du jetzt erwähnt hast, natürlich also in den letzten paar Jahren, seit dem Anfang Nuller Jahre, wo die ÖV-Verbesserungen schweizweit gekommen sind, 2000 und alles, hat der Kanton Uri sehr stark profitiert. Also vor dem grossen Fahrplanwechsel haben wir noch viel schlechtere Anbindungen gehabt. Jetzt mit der NEAD werden sie noch deutlich besser. Wir haben den Teilbus, wo ja notabene ein Drittel von allen Teilbusfahrern innen pendelt und nicht raus. Also das ist auch schon vorhanden. Es gibt Leute, die Kanton Uri kommen können arbeiten. Und wie schon gesagt, wenn ein Betrieb Platz braucht und wir haben Platz, den Kundenbetrieb, oder? Haben wir den Platz nicht schon? Es kommt einem ein bisschen zu Ohren, dass zum Beispiel das Ruag-Gelände unter anderem freien Raum haben. Ja, also das Ruag-Gelände ist einfach auch ein Problem, das ich schon gehört habe, dass man dort halt den ganzen Service zahlt. Oder? Man hat ja einfach ein Gebäude, das man mieten kann. Und dann wird eigentlich alles von der Ruag aus gemacht. Also der Sicherheitsdienst, den viele Firmen nicht brauchen, ist da zur Verfügung gestellt. Und auch der Gebäude. Und das ist eigentlich ja, ein All-Inclusive-Paket. Und man kann dann nicht selber grosse Umbauten so machen. Dann muss man eigentlich der Ruag den Auftrag geben und die dann schauen, was man macht oder was man nicht machen kann. Und aus diesem Grund sind auch schon diverse Unternehmer wieder aus dem Ruag-Areal gegangen. Und dort hat man einfach eine Fläche, wo man eigentlich selber etwas realisieren kann und wirklich selber verantwortlich ist für die eigene Infrastruktur. Ich höre da ein bisschen Kritik gegenüber der Ruag. Raus nimmt man zu viel Rücksicht? Zu viel Rücksicht auf die Ruag selber? Mhm. Ich denke, die Ruag war ein grosser Arbeitgeber im Kanton Uri gewesen. Im Zusammenhang mit der Munitionsfabrik, wo man hatte. Und das wandelt sich einfach. Und ob man zu viel Rücksicht nimmt, sie haben immer noch den Standort da. Und solange was der Bund am Standort festhält, denke ich, gehört es ihnen auch. Und es ist auch ihr Recht, mit dem so umzugehen, wie sie wollen. Und wenn sie sagen, wir bieten das so mit diesen Dienstleistungen und können es nicht anders garantieren, weil wir noch zum Beispiel Munition auseinandernehmen etc., Dann muss man es so akzeptieren und dann entscheidet sich eine Firma, okay, mit dem kann ich mir umgehen oder nicht. Und sucht man halt dementsprechend vielleicht auch etwas anderes. Und sonst muss halt Ruag, wenn die Zeit dann die Rahmenbedingungen bei sich ändern, wenn sie wollen, ja, mehr können vermieten. Oder? Das ist dann eigentlich ihre eigene Verantwortung, finde ich. Wir haben zu den letzten paar Minuten. Eine Frage hätte ich noch, und zwar schweizweit ist die Arbeitslosenquote auf ungefähr 3%. Im Kanton Uri sind es 1,4%. Kann man das jemand erklären? Nico? Wir haben gute Arbeitskräfte und wir haben sehr viele Pendler, die außerhalb des Kantons, das ist ja angesprochen, ich arbeite auch außerhalb des Kantons, die in Luzern, Zürich, Zug arbeiten. Und ich denke, das ist sicher auch mit Grund. Also der Urner ist bereit, außerhalb des Kantons zu arbeiten und dann halt da wieder zurückzukommen, zum Wohnen, um das ganze Gesamtpaket eigentlich zu nutzen. Oder dann gerade draußen zu bleiben. Es gibt sicher auch Exilurner, das gibt es sicher auch, aber es gibt sehr viele, die ich kenne, die hier wohnen und außerhalb arbeiten, die einfach sagen, mir fehlen die Berge, ich liebe die Umgebung, die ich hier habe. Wir kommen zur letzten Frage, und zwar hätte ich gerne von jedem noch ein Statement dazu,
wieso soll ein Unternehmen, wieso soll eine Familie in den Kanton Uri kommen? Fabio? Ja, ich denke rein von der kantonalen Sicht. Wir haben ein schönes Panorama, wir haben schöne Umgebungen, wir haben Wald, wir haben Skigebiete. Also von dem her glaube ich nicht, dass wir uns da verstecken gegenüber anderen Kantonen. Und darum lohnt es sich, wenn man so ein Unternehmen in den Kanton Uri kommt. Flavio, was macht den Kanton Uri attraktiv? Also für Familien, glaube ich, muss ich nicht viel sagen. Da kann man einen rausschauen. Also eine schöne Gegend zum Aufwachsen, zum Kind grossziehen. Für Unternehmen muss ich sagen, wir sind nicht so zentral wie halt eine Stadt. Aber wir sind nicht ab von der Welt. Wir sind der A2-Anschluss, wir sind an der NEA zu suchen. Also das ist durchaus auch interessant. Sind durchaus auch interessante Rahmenbedingungen für ein Unternehmen. Nicole, von dir ein kleiner Werbeslogan. Wir haben gute und attraktive Rahmenbedingungen. Wir haben noch Baufläche, die noch frei ist, auch im Eischachen hinten. Und wir haben gute Anschlussmöglichkeiten mit Zug, mit Auto. Und für die Familien, wir haben gute Schulen. Wir haben eine wunderschöne Umgebung, wo man die Kinder einfach rauslassen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass noch irgendetwas rundherum passiert. Fabian? Ja, ein Unternehmen mit einer Vision kann in einem Kanton mit Vision durchstarten. Vielen Dank für das pointierte Schlusswort. Danke, sind wir hier gewesen. Merci. Ja, das war es wieder von unserer Spezialsendung zum Thema Wohnen und Arbeiten im Kanton Uri. In der nächsten Sendung dreht sich alles um das Thema Bildung und wir hoffen, euch auch dann wieder zu begrüßen zu dürfen.